mache ich mal die Klappe. Hallo, mein Name ist Patrick Breyer. Ich bin Jurist von Beruf, bin seit letztem Jahr für die Piratenpartei Abgeordneter in Schleswig-Holstein im Landtag und bin da im Wirtschaftsausschuss für uns, aber schon seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Bürgerrechtsbewegung aktiv, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung vor allem. Ich habe dazu auch promoviert zu dem Thema. Und als Jurist verteidige ich die Bürgerrechte halt auch so ein bisschen an juristischer Front und habe euch dazu eine Präsentation vorbereitet, die betrifft unser Recht auf Anonymität, ob es das tatsächlich gibt, ob wir sowas brauchen, wie sich das technisch durchsetzen lässt und vor allem natürlich, ob sich das vor Gerichten auch einklagen lässt. Wenn ihr Verständnisfragen habt, könnt ihr gerne auch zwischenrein fragen. Ich lege es uns einfach mal los und dann machen wir am Ende auch noch eine Fragerunde dann. Ja, ich habe das mal so aufgebaut, dass ich zu Beginn ein bisschen darüber spreche, ist Anonymität eigentlich ein Freiheitsrecht, so wie die anderen Rechte, die man kennt, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Recht auf Leben und so weiter. Was bringt uns das eigentlich als Gesellschaft? Ist das legitim, anonym bleiben zu wollen? Dann gehe ich ein bisschen darauf ein, wie man seine Anonymität schützen kann im Moment unter der gegebenen Rechtslage, welche technischen Möglichkeiten es da gibt. Dann geht es zu dem rechtlichen Teil über und da diskutiere ich zuerst mit euch das Thema Anonymität versus Identifizierungszwang, also zum Beispiel Prepaid-Handykarten-Identifizierungspflicht. Und dann kommen wir zum Thema Anonymität versus Bestandsdatenauskunft, das heißt Auskunft an den Staat über unsere Identität. Um dann fünftens noch ein Fazit zu sehen, wo ich die Grenze ziehen würde zwischen Anonymität und Identifizierbarkeit. Welche Bedeutung hat Anonymität eigentlich? Brauchen wir sowas in unserer Gesellschaft? Man merkt oft gar nicht, wann man anonym ist und wie wichtig und grundlegend Anonymität eigentlich in unserer Gesellschaft ist. Man muss sich ja vorstellen, dass eigentlich der Grundzustand, wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegt haben in der Vergangenheit, war, dass wir das anonym erstmal getan haben, dass wir anonym uns unterhalten konnten, einkaufen konnten, was auch immer. Sicherlich in unserem persönlichen Lebensumfeld kennt man uns, aber es gibt niemanden, der verlangt hat, dass wir uns ausweisen oder identifizieren bei der Inanspruchnahme von Diensten wie Tasse Kaffee trinken. Das hat auch ganz wichtige Vorteile für unsere Gesellschaft, dass wir im Grunde genommen anonym kommunizieren und uns anonym informieren können. Kommunikation zum Beispiel per Brief kann man ja ohne Absenderangabe schreiben, Informationen zum Beispiel in der Bücherei gehen oder sich Bücher kaufen oder ähnliches, geht auch alles anonym. Und wichtig ist das zum Beispiel, wenn in Bereichen, die von der Gesellschaft, sage ich mal, schlecht angesehen sind oder vom Staat gar verboten sind oder auch im intimen Bereich. Ich nenne mal ein Beispiel für jeden Fall. Also gesellschaftlich geächtet war vielleicht vor einigen Jahrzehnten das Thema Homosexualität, war ja lange Zeit unter Strafe gestanden. Wenn man sich darüber trotzdem positiv oder befürwortend äußern wollte, musste man das mit Sicherheit anonym tun. Heute vielleicht so ein Beispiel das Thema Inzest, das heißt Beischlaf unter volljährigen Verwandten, wird auch sehr kontrovers diskutiert, ob dieses Verbot noch gerechtfertigt ist. Ich glaube, in 20, 30 Jahren ist es genauso auch gekippt, aber heute macht man sich sicherlich nicht beliebt, wenn man das öffentlich diskutiert und deswegen ist Anonymität wichtig, um auch solche kontroversen Themen ohne Furcht vor Nachteilen diskutieren zu können. Übrigens auch, wenn man entsprechende Vereinigungen unterstützen will, ist die Möglichkeit, anonym zu spenden, recht wichtig. Ja, staatlich geächteter Bereich liegt auf der Hand. Dinge, die verboten sind, wie zum Beispiel Drogenkonsum. Wenn ich drogenabhängig bin oder ein Familienmitglied von mir, werde ich mich nur beraten lassen, wenn ich nicht fürchten muss, dass es am nächsten Tag in der Zeitung steht und ich dann vielleicht meinen Job verliere oder entlassen werde oder ähnliches. Das heißt, Beratung und natürlich auch Selbsthilfe in solchen Bereichen, die einfach verboten oder geächtet sind, setzen Anonymität voraus.
Deswegen kann man sich ja auch, deswegen gilt ja auch die Schweigepflicht der Rechtsanwälte, die ja unter anderem mit der Verteidigung von Straftätern befasst sind. Ja, und im Bereich intimer Angelegenheiten, wenn es um Gesundheit geht, wenn es um Sexualität geht, Selbsthilfegruppen von Menschen, die sexuell missbraucht worden sind zum Beispiel, funktionieren überhaupt nur im Schutz der Anonymität. Keiner würde sich da äußern in entsprechenden Internetforen oder Gruppen, wenn eine Identifizierung möglich wäre. Ein weiterer Bereich, wo Anonymität sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist, ist der Bereich, wo man Informationen weitergeben oder veröffentlichen will, die bisher unbekannt sind. Das gilt im Bereich der Presse. Presse ist natürlich ganz essentiell darauf angewiesen, dass sie anonyme Informationen zugespielt bekommen kann. Nicht jeder ist so mutig wie Edward Snowden und macht das unter seinem Realnamen und trägt die entsprechenden Konsequenzen. Viele Skandale sind halt auch durch anonyme Informationen bekannt geworden, wie zum Beispiel im Watergate-Fall. Aber auch für Strafanzeigen ist es wichtig, anonym Straftaten anzeigen zu können. Nicht umsonst gibt es ja im Internet Anzeigestellen für Dinge wie Kinderpornografie, die ausdrücklich Anonymität auch zusichern den Einsendern. Denn man würde so etwas ungern anzeigen wollen unter echtem Namen, sonst kommt man in Verdacht, sich das eventuell selbst absichtlich angesehen zu haben oder Ähnliches. Daran sieht man schon, wie wichtig die Möglichkeit ist, eben auch anonym selbst gegenüber dem Staat Informationen preisgeben zu können. Ich habe jetzt mal nur 4 Bereiche rausgegriffen. Es gibt eine ganz schöne Aufzählung von Gary Marks, der insgesamt 15 oder 16 Situationen identifiziert hat, wo Anonymität ganz wichtig ist. Ich habe jetzt mal 4 rausgegriffen. Der 3. Bereich ist der Schutz verfolgter Personen. Naheliegend ist zum Beispiel, Personen, die sich illegal hier in Deutschland aufhalten, können halt überhaupt nur kommunizieren, ohne ihren Namen angeben zu müssen, insbesondere wenn vielleicht schon ein Abschiebehaftbefehl erlassen ist gegen sie. Bisschen weniger naheliegend ist der Bereich von Personen, die gestalkt werden. Also wer Opfer von Stalking ist, weiß, wie sehr man sich bemühen muss, seine Daten nirgendwo mehr anzugeben, weil die entsprechenden Leute sehr gut darin sind, einen zu verfolgen und vielleicht, um vielleicht die neue Telefonnummer wieder rauszukriegen. Und vielleicht auch der Bereich der Prominenten. Also Prominente haben natürlich ein ganz essentielles Interesse daran, dass ihre Privatsphäre und Identität geschützt wird, auch wenn sie eine Handykarte anmelden oder Ähnliches, weil sie sonst entsprechende Leute vor der Haustür stehen haben. Natürlich erst recht Personen, die sich gegen rechts engagieren oder Ähnliches. Ja, und im 4. Bereich habe ich mal Fälle versammelt, die so jeden von uns vielleicht auch betreffen können. Anonymität schützt eigentlich jeden vor uns vor Identitätsdiebstahl. Wo Bestandsdaten angegeben werden und entsprechende Datenlecks aufgetreten worden sind, landet man eben ganz schnell auf entsprechenden CDs, die gehandelt und verkauft werden. Kommt es schnell vor, dass irgendwelche Sachen auf einen eigenen Namen bestellt werden und woanders hingeschickt werden und was nicht alles sich machen lässt mit so Identitätsdaten. Also Schutz vor Identitätsdiebstahl ist für sich genommen schon alleine ein legitimer Grund, anonym bleiben zu wollen. Dazu kommt natürlich der Schutz vor falschem Verdacht. Wenn die Ermittlungsbehörden ermitteln, tun sie das sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen, aber Irren ist eben auch menschlich. Und gerade wenn man mit Methoden arbeitet wie Funkzellenabfrage oder Bestandsdatenauskunft, sind das oft Massenabfragen, wo erstmal sehr viele Personen identifiziert werden, ins Netz geraten, um dann auszusieben. Und in so ein Netz gerät man halt doch sehr leicht, wenn man sich mal die falsche Seite angeguckt hat. Zum Beispiel hat das BKA mal Personen identifiziert, die sich für die militante Gruppe auf seiner Homepage interessiert hatten. Brauche ich nicht zu erwähnen, dass das jetzt hauptsächlich Journalisten und Universitätsmitarbeiter waren und dann natürlich nichts bei rausgekommen ist bei dieser Maßnahme, aber es sind erstmal viele in, weiß nicht, ob man Verdacht sagen kann, aber ins Visier jedenfalls des BKA geraten und die Daten auch abgeglichen worden. Datenlecks hatte ich schon erwähnt, Datenmissbrauch, natürlich gibt es auch Fälle von Datenmissbrauch, auch wenn das von offizieller Seite nicht gern gehört wird. Ich habe mal in Schleswig-Holstein, wo ich ja Abgeordneter bin, eine Anfrage gestellt und da ist immerhin im letzten Jahr doch 8 Fälle von Datenmissbrauch bekannt geworden bei der Polizei. Das heißt, wo Polizeibeamte eben ihre dienstlichen Datenzugriffsmöglichkeiten zu privaten Zwecken genutzt haben, zum Beispiel um eigene Verfahren oder Verfahren gegen Verwandte abzufragen. Aber es gibt auch Fälle, wo irgendwie Informationen in einem Rechtsstreit mit der Ex-Frau eingeführt worden sind, Sorgerechtsstreit um ein Kind,
Oder es gibt einen Fall, wo eine Beamtin Informationen an die Hells Angels weitergegeben hat, zu Kfz-Kennzeichen, an die verfeindeten Bandidos, die da entsprechende Krawallaktionen wohl geplant haben. Also das ist keine Theorie, sondern wenn man sich die Fälle anguckt, allein die bekannt gewordenen, kommt das schon auch mal vor. Anonymität ist also in ganz vielen Bereichen wichtig. Viele Freiheiten können wir eigentlich wirklich unbefangen nur im Schutz der Anonymität nutzen. Zum Beispiel Demonstrationen, da gehen viele Leute nicht hin, wenn sie auf dem Weg dahin identifiziert werden müssen. Freie Meinungsäußerung wird in bestimmten Situationen, ich habe es beschrieben, erst im Schutz der Anonymität möglich. Genauso der Informationsaustausch, freier Abruf von Informationen. Niemand will hier gerne ins Visier des Verfassungsschutzes beraten. Und um das vielleicht nicht zu vergessen, gerade die Personen, die sich staatskritisch engagieren, haben ein essentielles Interesse an Anonymität. Bei uns ist es auch schon berechtigt, aber erst recht in ausländischen Staaten, wo zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen aktiv sind, die können überhaupt nur arbeiten im Schutz von Anonymität, weil die ja sofort mit Repressalien zu rechnen haben für ihre Arbeit, wenn ihre Aktivitäten danach verfolgt werden oder würden. Ja, in Deutschland unter den heutigen Bedingungen kann man überhaupt noch anonym kommunizieren und sich informieren im Netz, im Telefonnetz. Im Bereich der Telefonie gibt es die Möglichkeit, Prepaid-Karten zu verwenden, die man nicht auf seinen Namen angemeldet hat. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in den Supermarkt, hole mir so eine Prepaid-Karte, registriere die übers Internet auf irgendeinen Fantasienamen, den es nicht gibt. Meistens ist es ratsam, eine Adresse anzugeben, die es gibt, weil das sonst die entsprechenden Algorithmen rausfinden und das für ungültig wieder erklären. Aber ansonsten könnt ihr das problemlos machen. Das ist wohl ein Verstoß gegen die Vertragsbedingungen, aber strafbar ist das nicht. Also von daher könnt ihr problemlos Prepaid-Karten auf Fantasienamen registrieren. Man kann die auch wieder aufladen. Inwiefern man da wirklich anonym ist, ist nochmal ein anderes Thema. Von wegen Handykennung und so weiter kann man euch vielleicht trotzdem identifizieren, aber nicht so leicht wie über die Bestandsdaten, wenn ihr es auf euren Namen registriert. Es gibt auch eine Handykartentauschbörse im Internet auf der Seite daten-speicherung.de, die ich betreibe, diese Seite. Da könnt ihr Handykarten einschicken und kriegt eine andere zurück. Ist vielleicht auch ganz witzig, sollte man allerdings auch eher mit Karten machen, die nicht auf den eigenen Namen registriert sind. Im Bereich Internetzugang verwende ich einen Anonymisierungsdienst. Den Zugang selber zu anonymisieren ist nicht leicht. Im Bereich der Prepaid-Karten geht es noch, aber im Bereich DSL-Anschluss muss man sich eigentlich immer identifizieren. Da gibt es auch eine Identifizierungspflicht dafür. Und wegen der Bezahlung ist das auch kaum unter falschem Namen zu machen. Deswegen hilft eigentlich nur, einen Anonymisierungsdienst zwischenzuschalten, sodass man eben anhand der IP-Adresse nicht mehr zu identifizieren ist. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, weil nicht alle Anonymisierungsdienste tatsächlich auch nicht speichern. Einige speichern auf Vorrat, dann macht das ganze Ding natürlich keinen Sinn. Auf meiner Seite daten-speicherung.de gibt es auch eine Übersicht von Anonymisierungsdiensten und welche davon speicherfrei sind und welche nicht. Ja, und schließlich der dritte Punkt, die Bezahlung. Viele Sachen kann man im Netz halt überhaupt nur anonym machen, wenn man auch anonym dafür bezahlen kann. Auch deswegen bringen einige Anonymisierungsdienste nichts, weil man dafür nur irgendwie durch Banküberweisung oder Kreditkarte bezahlen kann. Wie kann man anonym zahlen im Netz? Die ersten Geschäfte anonym akzeptieren Prepaid-Karten, wie zum Beispiel Ucash oder Paysafe-Card. Da könnt ihr euch an der Tankstelle eben eine 10- oder 20-Euro-Karte gegen Barzahlungen kaufen und den entsprechenden Code dann zum Bezahlen verwenden. Ich habe jetzt auch eine neue Möglichkeit gelesen, die kannte ich noch nicht, habe auch noch nicht ausprobiert, vielleicht kennt ihr die ja. Es gibt wohl so eine Prepaid-Kreditkarte, Wirecard, die man gegen Barzahlung erwerben kann. Um die zu registrieren, braucht man eine Handynummer. Die kann man aber wiederum über eine Prepaid-Karte mit falschen Angaben auch sich besorgen. Und so kommt man wohl auch an eine aufladbare Kreditkarte. Das ist vielleicht eine interessante Möglichkeit. Wer das will, kann das mal gerne ausprobieren. Würde mich freuen, wenn das funktioniert. Ja, es ist natürlich alles sehr begrenzt, diese Möglichkeiten, und auch sehr lästig. Im Grundsatz gilt in Deutschland leider eine Zwangsidentifizierungspflicht.
eingeführt worden von Rot-Grün, SPD und Grünen im Jahr 2004 in das Telekommunikationsgesetz eingeführt, mit dem berüchtigten Gesetz zur Bestandsdatenauskunft zusammen. Und diese Identifizierungspflicht besagte ursprünglich, jeder, an den eine Rufnummer vergeben wird, da muss der Anbieter Name, Anschrift und Geburtsdatum erheben, so kurz gefasst. Die Pflicht wendet sich also nicht an uns, sondern an den Anbieter. Der muss die Daten erheben, darf erst freischalten Rufnummern, wenn er die Daten hat. Er muss aber nicht anhand eines Ausweises kontrollieren, ob sie stimmen. Deswegen dann die entsprechenden Möglichkeiten, die ich vorhin genannt habe. Inzwischen ist er natürlich wieder ausgeweitet worden. Diese Identifizierungspflicht gilt nicht mehr nur für Rufnummern, sondern auch für andere Anschlusskennungen. Das ist insbesondere sind damit gemeint DSL-Anschlüsse, nicht davon erfasst sein sollen IP-Adressen. Könnte man ja auch auf die Idee kommen, das ist eine Kommunikationskennung. Es soll davon nicht erfasst sein, steht aber im Gesetz nicht klar drin. Also im Moment wird es so angewendet, dass wenn ihr eine Telefonnummer wollt oder aber einen Internetanschluss, dass ihr euch identifizieren müsst. Für E-Mail gilt das nicht. E-Mail darf weiterhin anonym angeboten werden, wäre auch recht illusorisch, das anders zu versuchen. Ja, als dieser Identifizierungszwang kam, das heißt quasi ein Anonymitätsverbot, also ein Verbot an die Anbieter, halt auch anonyme Handykarten zu verkaufen, wie es übrigens bis heute in 18 der 27 EU-Staaten problemlos weiterhin möglich ist. Könnt ihr überall anonyme Handykarten kaufen. Bei uns müssen unsinnige Daten erhoben werden, die sowieso falsch sind im Zweifel von Straftätern. Also Ermittler sagen in aller Regel, wenn sie Straftaten nachgehen, dass dann natürlich die Bestandsdaten nicht stimmen. Wenn man auch ein schön blöder Straftäter, wenn man da mit seiner echten Handykarte da irgendwelche Straftaten begehen würde. Als diese Identifizierungspflicht kam, hatte ich damals seinerzeit zuerst noch versucht, das im Gesetzgebungsverfahren zu stoppen, habe schön an alle Ausschüsse geschrieben und Artikel veröffentlicht und so weiter. Ursprünglich war es auch mal rausgestrichen worden aus dem Gesetzentwurf, dann ging es in den Bundesrat, der wollte es wieder verschärfen und dann hat es der Bundestag doch akzeptiert. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als zusammen mit meinem Bruder und einigen Telekommunikationsunternehmen Verfassungsbeschwerde dagegen einzulegen. Das heißt, sowohl gegen diesen Identifizierungszwang als auch gegen die Bestandsdatenauskunft. Da komme ich nachher noch dazu. Und es wurde heftig gestritten in dem Verfahren, ob es überhaupt ein Recht auf Anonymität gibt, ob das legitim ist und unter welchen Voraussetzungen das eingeschränkt werden darf. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass es rechtlich anerkannt tatsächlich dieses Recht auf Anonymität gibt, denn das ergibt sich ja schon aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, ich darf selbst bestimmen, welche Informationen ich wem wann gebe. Und dazu zählt natürlich erst recht meine Identität, wer ich bin. Das heißt, natürlich ist dieses Recht anerkannt, Recht auf Anonymität, das ist sogar ein Grundrecht auf Anonymität, nämlich als Bestandteil des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Hat im Grunde genommen das Bundesverfassungsgericht im Ansatzpunkt auch nicht anders gesehen, hat im Endeffekt aber es für gerechtfertigt gehalten, die Anonymität allen Personen, die irgendwie eine Rufnummer haben, also quasi jedem, zu entziehen. Einfach nur, weil sie über Telekommunikation oder über Internet telefonieren oder Internet nutzen. Und welche Argumente sind da genannt worden? Ich habe euch mal drei aufgeführt. Das erste Argument war, dass man quasi in den Netzen völlig namenlos und anonym einander gegenübersteht, während bei persönlichen Gesprächen man ja sein Gegenüber kennt. Also das Argument halte ich nicht für zutreffend. Das erste ist, wenn ich auf der Straße mit jemandem mich unterhalte, kenne ich die auch nicht immer. Wenn ich sie kenne, dann ist es beim Telefonieren genauso. Wenn ich mit jemandem telefoniere, den ich kenne, dann erkenne ich den ja auch. Also von daher sehe ich da nicht den grundlegenden Unterschied zwischen Telekommunikation und direkter Kommunikation von Menschen, ganz zu schweigen von Briefen. Zum anderen kommt hinzu, dass online Spuren anfallen, technisch bedingt, weil jede Nachricht eben adressiert werden muss und ein Mittler, ein Kommunikationsmittler erforderlich ist, fallen schon technisch bedingt immer Spuren an, die eine Identifizierung auch ohne
Identifizierungszwang eigentlich viel häufiger ermöglichen als außerhalb der Netze. Zum Beispiel anhand von Verkehrsdaten, anhand von Positionsdaten des Handys, anhand dessen, wo ich jetzt meine Prepaid-Karte bezahlt habe. Vielleicht hat der Laden auch Videoaufzeichnungen gemacht. Also selbst ohne Identifizierungsdaten gelingt es schon, immer mal wieder Identifizierung vorzunehmen. Übrigens häufiger als außerhalb des Internets. Und um das zu belegen, kann ich zwei Gebiete nennen. Das erste ist der Bereich Betrug. Wir haben bei den Betrugsdelikten, die übers Internet begangen werden, eine deutlich höhere Aufklärungsquote laut Bundeskriminalamt als bei Betrugsdelikten allgemein. Und zweitens, vielleicht noch ein Vergleich, den man ziehen kann, Sachbeschädigung einerseits und Datenveränderung, Computersabotage andererseits. Datenveränderung ist ja so eine Art von Sachbeschädigung im digitalen Raum vielleicht. Die anderen Bereiche kann man nicht so gut vergleichen, aber ich glaube, den Vergleich kann man ziehen. Und auch da ist es so, dass Datenveränderung, Sabotage und so weiter, dass die Aufklärungsrate deutlich höher ist als bei Sachbeschädigung allgemein. Da ist es ja auch schwer, jemanden zu identifizieren, der eine Hauswand beschmiert oder ein Fahrrad kaputt gemacht hat oder ähnliches. Also in der Praxis stimmt es einfach nicht, dass es im Netz schwieriger wäre, Personen zu identifizieren als außerhalb des Netzes. Das Gegenteil ist richtig. Im Netz sind wir viel anfälliger, ist unsere Anonymität viel zerbrechlicher. Es ist viel leichter, uns im Netz anonym zu verfolgen und nachzuverfolgen und Identitäten aufzudecken als außerhalb des Internets. Deswegen benutzen ja auch professionelle Kriminelle oder auch Terroristen bekanntermaßen Telekommunikation nicht mehr, jedenfalls wenn sie einigermaßen schlau sind. Das zweite Argument, was gebracht wurde, ist, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Ja, ein bisschen platt, aber tatsächlich ist das so gefallen. Ich denke, auch hier zeigt die Aufklärungsquote, dass das Internet auch ohne Identifizierungspflicht weit von einem rechtsfreien Raum entfernt ist. Wir haben eine Aufklärungsquote von deutlich über dem Durchschnitt bei Delikten, die im Internet begangen werden. Und auch unsere europäischen Nachbarstaaten, die jetzt auch im Bereich der Prepaid-Karten keine Identifizierungspflicht haben, versinken nicht in Kriminalität. Da ist überhaupt kein Unterschied erkennbar. Wie gesagt, diese Identifizierungspflicht führt im Zweifelsfall auch nicht zu den richtigen Daten, wenn man es da mit ernsthafter Kriminalität zu tun hat. Ja, und drittens ist ein Argument gekommen, was ich sehr traurig eigentlich finde, weil wir da schon mal weiter waren. Die Identität sei wenig aussagekräftig. Das heißt, das Argument war, Bestandsdaten für sich genommen seien nicht besonders sensibel. Und eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht schon im Volkszählungsurteil 1987 ganz richtig erkannt, dass im Zeitalter der Computer und der automatisierten Datenverarbeitung es eigentlich keine harmlosen Daten mehr gibt, weil die Daten immer in Verknüpfung und Kombination mit anderen Daten sehr sensibel und sehr aufschlussreich sein können. Und im Bereich der Telekommunikationsbestandsdaten wird das halt deutlich, wenn man sich überlegt, welche Rückschlüsse eine Rufnummer zulassen kann. Wenn ich weiß, welche Telefonnummer ihr benutzt, kann ich halt als Staat euch überwachen. Das heißt, alles, was ihr am Telefon macht, SMS, was ihr sprecht, mit wem ihr in der Vergangenheit vielleicht auch Kontakt hattet, wohin ihr euch bewegt. All das lässt sich nur machen, wenn ich weiß, welche Nummer eine Person benutzt. Und umgekehrt, wenn ich eine Anzeige habe, wegen Beleidigung oder Ähnlichem, kann ich jemanden erst dann belangen, wenn ich weiß, wer hinter dieser Rufnummer, die da angerufen hat, steckt. Das heißt, diese Identität, unsere Identität im Netz, unsere Rufnummer, unsere IP-Adresse ist eigentlich der Schlüssel zur Offenlegung dessen, was wir machen im Internet und was wir am Telefon machen. Und weil im Netz und beim Telefonieren so viele Daten anfallen, ist eben diese Identitätsdaten sind oft eben der letzte Schutz, den wir haben vor einer Aufdeckung. Erst recht natürlich, wo eine Vorratsdatenspeicherung in Kraft ist, wo also alle Kontakte, Bewegungen, E-Mail-Verbindungen und so weiter gesammelt werden. Da kann man überhaupt nur mit anonymer Telekommunikation noch einigermaßen geschützt kommunizieren. Deswegen ist die anonyme Kommunikation so wichtig, weil sie den Link darstellt zwischen unserem Verhalten
und unserer Person. Solange Verbindungen bekannt sind dem Staat, er aber gar nicht weiß, wen sie betreffen, ist man relativ gut geschützt, mit anderen Worten. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat leider diesen Identifizierungszwang für verhältnismäßig gehalten. Deswegen haben mein Bruder und ich Beschwerde zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof eingelegt im letzten Jahr. Und da rechnen wir uns durchaus bessere Chancen aus, denn wie ich euch gesagt habe, 18 von 27 EU-Staaten verfolgen Straftaten erfolgreich ohne einen solchen Erfassung der gesamten Bevölkerung. Und man muss sehen, ein Stück weit geht diese Identifizierungspflicht sogar noch mal einen Schritt weiter als die Vorratsdatenspeicherung von der Logik her. Denn man speichert eben nicht mehr Daten, die sowieso schon mal da waren beim Anbieter, sondern man verlangt von ihm zusätzlich noch Daten zu erfassen über uns. Und das Übertragen auf andere Bereiche des Lebens lässt eben befürchten, dass, wenn sich diese Logik durchsetzt, wir müssen die Leute doch identifizieren können, dass man irgendwann halt vielleicht auch mal Bargeld abschafft. Es wird heute schon versucht, mit der Begründung der Geldwäsche diese Prepaid-Karten zum Bezahlen im Netz immer mehr einzuschränken. Heute sind sie schon auf 100 Euro beschränkt worden von der schwarz-gelben Bundesregierung im letzten Jahr. Die EU will jetzt sie ganz abschaffen, anonyme Prepaid-Bezahlkarten. Und das Bargeld-Transaktionen sind in einigen Staaten schon beschränkt in der EU betragsmäßig. Also wenn sich dieser Gedanke durchsetzt, wir können von Leuten einfach verlangen, beliebige Personen zu identifizieren, entstehen vielleicht irgendwann mal Listen, wann wir wo eingekauft oder in welches Gebäude gegangen sind. Das wollen wir mit Sicherheit nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, hier schon anzusetzen. Und ich hoffe, dass wir in Straßburg weiterkommen. Das Verfahren läuft noch. Ja, ich komme zum zweiten rechtlichen Komplex. Das ist der sogenannten Bestandsdatenauskunft. Hier geht es sozusagen einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben unsere Anonymität schon verloren, weil wir irgendwie Daten angegeben haben, entweder irgendwie einen Anschluss halt auf uns registriert oder der Anbieter kennt unsere Daten, weil wir es bezahlen müssen, den entsprechenden Dienst oder sonstige Gründe. Und bei der Bestandsdatenauskunft geht es jetzt darum, unter welchen Voraussetzungen darf der Staat oder vielleicht auch private Rechteinhaber bei unseren Telekommunikations- und Internetanbietern Auskunft über unsere Bestandsdaten, das heißt über unsere Kundendaten, bekommen. Bestandsdaten sind halt zum Beispiel Name, Anschrift, Geburtsdatum, welche Rufnummer oder E-Mail-Adresse ich verwende, welche Kontonummer ich angegeben habe. Halt so alle diese Daten, die der Anbieter in seinem Kundenbestand hat, sage ich mal so grob gesagt. Und die Bestandsdatenauskunft ist deswegen so relevant, weil man mit ihrer Hilfe die Anonymität der Staat aufheben kann. Ich hatte es schon gesagt, wenn also zum Beispiel ich mir auf der BKA-Seite mich informiere über irgendeine militante Gruppe, dann sammelt das BKA meine IP-Adresse und die Zugriffszeit und dann kann es mithilfe dieser Daten zu meinem Internetprovider gehen und sagen, wer hatte zu dem Zeitpunkt diese IP-Adresse und dann teilt der Anbieter eben dem Staat mit, dieser Anschluss war auf den Herrn sowieso registriert und dann geht's los mit den Ermittlungen. Und dieses Gesetz, was da Rot-Grün 2004 verabschiedet hat, diese Bestandsdatenauskunft, war eine Katastrophe. Da waren überhaupt keine Voraussetzungen genannt. Das war völlig ausufernd weit. Selbst Passworte dürften unter nichtigen Voraussetzungen rausgegeben werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht zum Glück mit Recht gekippt. Leider hat es aber, wie ich meine, zwar höhere, aber doch niedrige Anforderungen an die Bestandsdatenauskunft gesetzt. Das Schöne in Anführungszeichen ist, dass der Bundestag es nicht mal mehr geschafft hat, diese niedrigen Anforderungen einzuhalten bei der Neuregelung des Gesetzes zur Bestandsdatenauskunft im April diesen Jahres. Ich nenne euch mal ein paar Bereiche, wo die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts nicht eingehalten worden sind. Im allgemeinen Bereich Bestandsdatenauskunft, das heißt Rufnummernauskunft und so weiter, ist es zum Beispiel so, dass das BKA, dass keine konkrete Gefahr vorliegen muss, damit das BKA eine Bestandsdatenauskunft anfordern kann. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es muss mindestens eine konkrete Gefahrensituation vorliegen. Und im Gesetz steht jetzt aber nur drin, zur Wahrnehmung der Aufgaben des BKA. Dazu gehört halt bei weitem nicht nur die Abwehr konkreter Gefahren.
Genauso bei den Nachrichtendiensten hat das Bundesverfassungsgericht Anforderungen aufgestellt, die nicht eingehalten sind. Und im Bereich der Identifizierung von Internetnutzern ist es so, dass zum Beispiel schon Ordnungswidrigkeiten reichen sollen, um Internetnutzer zu identifizieren. Da kommt zum Beispiel in Frage ein Verstoß gegen die Impressumspflicht, wenn ihr eine Webseite absichtlich anonym einrichtet, sage ich mal. Manchmal muss man auch anonym kommunizieren können, hatte ich ja erwähnt. Wäre das ein Verstoß gegen die Impressumspflicht und könntet ihr über eure IP-Adresse quasi identifiziert und deswegen verfolgt werden. Das ist natürlich evident unverhältnismäßig. Auch das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Ordnungswidrigkeiten nicht, mit Ausnahme besonders gewichtiger Ordnungswidrigkeiten, was auch immer das heißen mag. Ein dritter, letzter Bereich vielleicht, den ich nennen will, der Bereich Herausgabe von Passwörtern. Bestandsdatenauskunft ist eben auch, wenn der Staat vom Telekommunikationsanbieter die Herausgabe eurer PIN zum Handy verlangt oder auch eures Passworts zur E-Mail-Box, jedenfalls wenn das gespeichert ist beim Anbieter. Und das unterliegt auch unzureichenden Voraussetzungen. Im Gesetz steht gar nicht mal mehr drin, unter welchen Voraussetzungen solche Passwörter herausgegeben werden können. Es steht da drin nur, Passwörter können angefordert werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Nutzung vorliegen. Das Problem ist, es gibt kein Gesetz, in dem steht, unter welchen Voraussetzungen Passwörter genutzt werden dürfen. Also das ist völlig unbestimmt, dieses Gesetz, und tohu wabohu. Deswegen haben wir die schöne Verfassungsbeschwerde gegen die Bestandsdatenauskunft initiiert. Also zuerst mal haben wir natürlich versucht, politisch das zu verhindern, will ich dazu sagen. Wir haben in Schleswig-Holstein tatsächlich immerhin unsere Landesregierung veranlasst, über den Bundesrat Änderungsvorschläge einzubringen. Wir haben in allen Landtagen, wo die Piraten vertreten waren, Anträge gegen Bestandsdatenauskunft eingebracht. Wir haben auch Nachbesserungen erreichen können, aber halt immer noch unzureichend. Ne? Also ist ein Richtervorbehalt noch in Teilbereichen eingeführt worden und so weiter. Aber es reicht halt bei weitem nicht aus. Und deswegen bleibt nur die Verfassungsbeschwerde. Katharina Nokun und ich haben vor einigen Wochen als Erstbeschwerdeführer Verfassungsbeschwerde eingelegt, und zwar am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes, damit wir da keine Zeit verlieren. Alle von euch konnten sich anschließen. Ich hoffe, viele von euch haben es auch getan. Und die Sammelbeschwerde wird demnächst nachgereicht werden. Das sind bisher, glaube ich, so 5000 Beschwerden zusammengekommen. Und ich hoffe mal, dass wir dieses Mal nicht 7 Jahre warten müssen, bis eine Entscheidung gefällt wird. Beim letzten Mal hat es doch recht lange gedauert, aber diesmal sind ja die entsprechenden Grundsätze schon geklärt. Deswegen rechne ich mir da eigentlich ganz gute, hohe Chancen aus, dass das Gesetz, so wie es jetzt ist, keinen Bestand hat. Aber wie ich euch gesagt habe, die Linien, die gezogen worden sind, sind recht weit. Das heißt, da wird sich eher in Marginalien, in Teilbereichen nochmal was erhöhen an Schwellen, aber nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen, einen richtigen Schutz von Anonymität. Und wie ich mir das vorstelle, einen richtigen Schutz von Anonymität, habe ich mal versucht, hier aufzuführen. Also wo ich ein überwiegendes staatliches Interesse anerkennen würde, wäre, wenn tatsächlich eben konkreter Verdacht einer schweren Straftat oder auch einer schweren Gefahr für Leib oder Leben oder Terroranschläge oder Ähnliches vorliegt und eine richterliche Anordnung auch vorliegt. Dann würde ich sagen, ist es okay, im Einzelfall zu ermitteln und entsprechende Daten auch zu erheben. Was überhaupt nicht geht, ist flächendeckend zu identifizieren, ohne jeden Anlass und Verdacht. Erst recht natürlich nicht, Kommunikations- und Bewegungsprofile zu speichern. Und eine Identifizierung durch Geheimdienste lehnen wir in jedem Fall ab, haben wir gesagt. Ich lehne überhaupt Geheimdienste überhaupt ab, aber die Geheimdienste sind nicht kontrollierbar. Das heißt, ein Richtervorbehalt für Geheimdienste gibt es natürlich nicht in dem neuen Gesetz zur Bestandsdatenauskunft. Die Geheimdienste werden ja nicht durch Richtervorbehalte kontrolliert. Das wird aus ihrem Wesen abgeleitet, eines Geheimdienstes, und dem weitere Befugnisse zu geben, geht gar nicht. Wir haben in Schleswig-Holstein beantragt, dem Verfassungsschutz alle geheimdienstlichen Befugnisse zu entziehen. Dann würde er zwar fortbestehen, aber nicht mehr als Geheimdienst. Ja, damit wir noch ein bisschen Zeit zu Fragen haben, mache ich noch eine kurze Zusammenfassung.
Wir haben gesehen, dass es in vielen Bereichen, und ich habe bei weitem nicht alle genannt, ein großes Bedürfnis in unserer Gesellschaft gibt und ein wirklich legitimes Interesse, was auch keinem abgesprochen werden kann, nach Anonymität. In vielen Bereichen hängt wirklich die Gesundheit, das Wohlbefinden oder vielleicht sogar Menschenleben davon ab, dass man sich anonym beraten lassen kann. Zum Beispiel AIDS-Beratung. Wenn jemand nicht überzeugt werden kann, einen AIDS-Test zu machen, kann es sein, dass er weitere Personen HIV ansteckt. Oder jemand, der irgendwie bei Gewalt in der Familie bleibt oft unbekannt und ungemeldet. Wenn so entsprechende Anhaltspunkte anonym gegeben werden können, auch von Ärzten und so weiter, kann Leib und Leben geschützt werden. Also Anonymität schützt wirklich Leben, und das muss man denjenigen immer wieder sagen, die behaupten, die Aufhebung der Anonymität schütze Menschenleben. Ich bin der Überzeugung, dass wir sicherer leben mit dem Recht auf Anonymität, dass das in der Summe unserer Gesellschaft weit mehr nutzt, als es im Einzelnen auch mal missbraucht werden kann. Zumal man das damit auch nicht verhindert mit dem Identifizierungszwang. Ich habe euch ein paar Möglichkeiten anonymer Telekommunikation aufgezeigt, die allesamt nicht strafbar sind. Deswegen kann ich dazu auch öffentlich aufrufen, davon Gebrauch zu machen. Dann habe ich ein bisschen zur Rechtslage was gesagt, was es mit diesem Identifizierungszwang auf sich hat, der im Moment gilt, hoffentlich vielleicht gekippt werden kann, was es mit der Bestandsdatenauskunft auf sich hat, die so wie sie jetzt ist, wohl gekippt werden kann, aber richtig nur politisch gesehen, und wie ich mir eine Abwägung, einen Kompromiss vorstellen würde als letztes. Ja, jetzt haben wir noch Zeit für eure Diskussionsbeiträge oder Fragen. Es gibt ja seit einiger Zeit diese sogenannte Steueridentifikationsnummer, die von Finanzämtern vergeben worden ist. Gibt es denn da irgendeinen Zusammenhang mit diesen Bestandsdaten? Wie schaut das aus? Wie wird das genutzt? Wie könnte sowas zukünftig aussehen? Tatsächlich gibt es einen Zusammenhang, denn in der Verfassungsbeschwerde gegen die Bestandsdatenauskunft ist argumentiert worden, es ist ja ganz normal, dass Bürger sich identifizieren müssen. Es gibt ja auch die Meldepflicht, es gibt die Ausweispflicht, man muss seinen PKW registrieren und so weiter. Und da hat sich in der Tat die ganz grundlegende Frage gestellt, hat der Staat eigentlich einen Anspruch darauf, alle seine Bürger zu kennen? In anderen Staaten ist das nicht selbstverständlich. In anderen Staaten gibt es keine Meldepflicht. Und da kann man tatsächlich eigentlich anonym leben, wenn man das möchte. Ich meine auch tatsächlich, dass es kein berechtigtes Interesse gibt. Ich habe mal eine Verfassungsbeschwerde gegen das Passregister eingereicht, aber das war schon ein paar Jahrzehnte alt, deswegen ist sie als unzulässig verworfen worden. Und du hast recht, diese Steueridee geht genau in diese Richtung, dieser Logik. Man will alle erfassen, weil sie irgendwann ja mal vielleicht mal Steuer zahlen können müssten. Und man kann dadurch halt auch Daten aus allen Steuerbereichen zusammenziehen, unter einer Nummer zusammenfassen. Bisher ist es so, dass nur das jeweilige Finanzamt eine eigene Nummer vergibt und nur die Daten erheben darf, die es gerade braucht für seine eigene Veranlagung. Und jeder bekommt eine Nummer ab der Geburt, das geht gar nicht. Und von wem ist das eigentlich nochmal eingeführt worden? Wisst ihr das vielleicht? Von der Großen Koalition? Große, ja, glaube ich. Ja. Mhm. Ich sehe halt die Gefahr, dass man das zukünftig vielleicht dann bei jedem Bankgeschäft angeben muss, dass das irgendwo im Hintergrund mit übermittelt wird. Wenn das Bargeld abgeschafft wird, dann sind wir komplett gläsern. Also das Bundesverfassungsgericht hat verboten, dass der Staat eine Identifikationsnummer vergibt, um aus verschiedenen Lebensbereichen Aktivitäten zusammenzufassen. Das steht, glaube ich, im Volkszählungsurteil so. Das heißt, es darf keine Nummer übergreifend vergeben werden. Sowas wie in Österreich, wo es diese Bürgercard gibt oder sowas, wäre bei uns verfassungswidrig. Deswegen hat der Staat auch behauptet, als er diese Steueridee eingeführt hat, sie diene ausschließlich nur für steuerliche Zwecke. Inzwischen wird die Nummer aber interessanterweise auch gespeichert und weitergegeben. Ich weiß gar nicht genau, wo in so Randbereichen irgendwie, Arbeitgeber oder sowas. Also es ist schon ein bisschen angefangen, aufgeweicht zu werden. Aber es wäre unzulässig, die Nummer in anderen Zusammenhängen zu verwenden. Dagegen könnte man klagen. Okay, danke.
Ja, was meint ihr, wo würdet ihr die Grenzziehung ziehen, Anonymität und Strafverfolgung? Jetzt musste dir mal jemand Zufälliges rausgreifen. Machen wir Open Mikro. Jens rettet mich. Ich hätte noch eine Frage, wenn es erlaubt ist. Und zwar, ich fand das sehr spannend, was du gesagt hast mit dem Missbrauch von Polizisten. Dass sie im Einzelfällen natürlich, weil es verlockend ist, ist ja wirklich auch menschlich, ist jetzt keine Polizeischelte, weil es sind eben Menschen und in allen Bereichen ist es ja gerade deswegen so, dass es normalerweise Dinge wie Vier-Augen-Prinzip oder Ähnliches gibt. Ich habe das nämlich auch schon mehrfach in den Vorratsdatenspeicherung-Diskussionen angebracht. Ich frage mich da, gibt es denn da sozusagen eine irgendwie interne Aufsicht oder sind das immer Zufälle, dass das rauskommt? Gibt es da Dunkel-Hellziffer-Erhebung oder kann man sozusagen als Betroffener Auskunft einreichen, sozusagen auf Verdacht oder wie ist das rechtlich in diesem Bereich geklärt oder darf die Polizei sozusagen, muss sie sich selber um diese Aufsicht kümmern? Also ich kann dir die Situation jetzt nur für Schleswig-Holstein schildern, weil ich da Informationen bekomme und da ist es ziemlich erschreckend. Es ist so, dass wenn der Sachbearbeiter oder sein Vorgesetzter auf ein Verfahren zugreifen, dass es nicht mal mehr protokolliert wird. Das heißt, du kannst nicht sehen, wann die sich einen Vorgang angesehen haben. Dann ist es so, es finden keine Stichprobenkontrollen statt. Es wird nur ermittelt, wenn eine Anzeige eingeht. Die gehen entweder meistens von Vorgesetzten ein, die gemerkt haben, da ist was schiefgelaufen. Das muss man auch anerkennen, dass die Polizei dem nachgeht. Oder von Betroffenen, die melden, woher weiß der das jetzt auf einmal. So werden die Fälle bisher nur bekannt. Ich finde, dass da auch Stichproben nötig sind, die mal gezogen werden müssen. Und der bayerische Datenschutzbeauftragte hat das mal gemacht. Der hat sich mal 53 Datenabfragen aus einer Polizeidatenbank einfach mal als Stichprobe rausgegriffen und mal aufgeklärt, aus welchem Grund die eigentlich gestellt worden sind. Das Ergebnis war, dass bei 15 Anfragen sich die Anfragenden nicht mehr erinnern konnten, warum sie diese Daten eigentlich abgefragt haben. Und bei 3 Anfragen hatten die Abfragen eindeutig privaten Hintergrund. Bei 3 von 53, das sind immerhin 6%, wenn man das mal hochrechnet. Und ich finde das eigentlich erschreckend, dass wenn man so einen Zugriff auf einen Polizeicomputer hat, dass man das da zu privaten Zwecken nutzen kann, ohne dass es eigentlich irgendein Risiko besteht, solange das niemand mitbekommt oder anzeigt. Und ich finde schon, dass da verstärkt was gegen getan werden muss. Auf der positiven Seite muss ich sagen, dass meine Anfrage zu Datenmissbrauch überhaupt nur bei der Polizei, beim Innenministerium Treffer ergeben hat. Die anderen Ministerien haben alle gesagt, bei ihnen lecken keine bekannten Fälle von Datenmissbrauch vor. Das heißt, immerhin geht die Polizei auch dagegen vor und macht was dagegen, das muss man anerkennen. Und auch, dass Vorgesetzte solche Fälle melden, finde ich beachtenswert. Aber trotzdem sind diese 8 Fälle pro Jahr sicherlich nicht alle. Also das kann man nicht annehmen. Ja, dann entlasse ich euch. Vielen Dank.